Herzlich willkommen zum letzten ORF-Sommergespräch. Der Sommer zeigt noch einmal, was er kann, und wir sind ganz nah ans Wasser gegangen. Mein Gast heute, ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Bundeskanzler, der Traunsee ist mehr so schwarz, der Wolfgangsee ist mehr so türkis. Wo sind Sie lieber? Beide sind für mich schöne Farben, und wenn man beide sehen kennt, weiß man auch, dass die Farbe gar nicht so entscheidend ist, sondern das Wasser und die Wasserqualität. Ja, türkis ist natürlich die Farbe von Sebastian Kurz, die er der ÖVP gegeben hat. Wie viel türkis steckt noch in Karl Nehammer? Das habe ich schon damals beantwortet, wie ich übernommen habe. Türkis ist eine schöne, freundliche und warme Farbe, und daher bleibt sie auch weiter ein Teil unserer Kampagne. Aber wo unterscheiden Sie sich? Was wäre so ein Thema, wo Sie sagen, da sind Sie ganz anderer Meinung wie Sebastian Kurz? Na gut, wir sind grundsätzlich verschiedene Typen an Menschen, und das Thema an sich ist, wir haben immer schon gesagt, damals als türkis die Farbe der ÖVP auch wieder wurde, es ist kein Widerspruch schwarz oder türkis, entscheidend sind die Inhalte, die christlich-soziale Ideologie, das ist unser Fundament. Aber einen Unterschied zu Sebastian Kurz gibt es einen? Na gut, da gibt es viele wahrscheinlich. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeitstypen, wir haben eine unterschiedliche Biografie, das heißt, die Vielfalt ist ja auch immer die spannend ist. Die Vielfalt. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Gleich geht es ins Gespräch. Zuerst wollen wir Ihnen Karl Nehammer vorstellen. Sommergrüße aus Wien-Meidling. Hier ist Karl Nehammer 1972 geboren worden und aufgewachsen. Mit einem Saab 9000 fährt er in der Oberstufe täglich zum Gymnasium Ammerlingstraße. Auto, Telefon inklusive. Und ist einem auf Johnny Lessig da reingefahren und telefonieren und hat uns da unterhalten. Das war eine legendäre Geschichte. Das ist alles andere als einfach. Eines konnte der heutige Bundeskanzler schon als Jugendlicher: reden und diskutieren. Ich glaube, es war der Kollege Lausch, der schreit immer so gern. Aber vielleicht auch nicht. Ja. Er war ja 2 Jahre älter als wir, auch durch Sitzen bleiben, wiederholen in der Schule. Das hat ihn einfach nicht interessiert. Und Dinge, die ihn nicht interessiert haben, hat er auch nicht mitgemacht. Wohl dann aber viel geredet in Fächern, die ihn interessiert haben. Natürlich Geschichte, natürlich Deutsch, also alles, wo es um Rhetorik ging. Auch im Englischen hat er sich sehr gefetzt. Dann wortgewaltig. Lange nichts gesagt, und wenn ihm irgendwas gegen einen Strich gegangen ist, dann quasi von hinten, mit einem Wortschwall nach vorne, sagen wir, so sicher nicht. Mit seiner etwas längeren Schulkarriere reiht sich Nehammer unter Persönlichkeiten wie Thomas Edison, Winston Churchill oder Hermann Hesse ein. Sie alle haben mindestens eine Ehrenrunde gedreht. Beim Militär ist von Desinteresse allerdings nichts mehr zu spüren. Sein Kamerad Rudolf Haas erinnert sich. Der Nehammer Kurl war einfach einer, dem Kameradschaft immer sehr wichtig war und der Kameradschaft gelebt hat. Wir sind ja meistens vom Scharfschießen aus Burgneudorf sind wir hier zurückmarschiert. Und da hat er immer wieder was abgenommen, ein Stück weit getragen und halt immer wieder auch gut zugeredet, dass man halt die letzten Meter dann auch noch bis in die Kaserne schafft. Kameradschaft und Freundschaft waren ihm immer wichtig. Er durfte aber auch, ohne sein Wissen, Liebe entfachen. Wir haben eigentlich erst sehr viel später kennengelernt, dass es eine Verbindung zwischen uns gibt, die Karl Nehammer heißt, weil jeder von uns zu unterschiedlichen Zeiten die Schulbank mit ihm gedrückt hat. Romeo und Julia. Das nimmt manchmal ganz seltsame Formen an. Rhetoriker, Autofahrer und derzeitiger Bundeskanzler. Ob er auch für eine weitere Periode im Amt bleibt? ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer, noch einmal herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und Sie können natürlich auf debatte.orf.at mitdiskutieren. Herr Bundeskanzler, warum sind Sie sich denn so sicher, dass es nach der Wahl kein Sparpaket braucht? Na, ich habe klar zu verstehen gegeben, dass es zunächst einmal Anreize braucht, damit wieder in Österreich investiert wird, dass es ein Wirtschaftswachstum braucht. Warum ist das wichtig? Man kann sich das so vorstellen, jetzt reden alle darüber, wie der Kuchen, der da ist, tatsächlich verteilt wird. Ich spreche von Kuchen und schon ist eine Wespe da, also das dürfte schon nicht herumsprechen. Und das Entscheidende ist, dass wir den Kuchen, um den es geht in der Frage der Verteilung in einem solidarischen Wohlfahrtsstaat, größer machen müssen. Wie geht das? Indem wir das Wirtschaftswachstum versuchen anzuregen, dass mehr Wirtschaftswachstum entsteht. Ziel ist es, 2% pro Jahr mehr Wirtschaftswachstum, das sind 50 Milliarden dazu zu unserem BIP, das ja das 5-höchste pro Kopf in der Europäischen Union ist. Wir reden da von 500 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt. Und natürlich, die Frage kommt sofort, wie schaut die Gegenfinanzierung aus? Da gibt es mehrere Vorschläge dazu. Auf der einen Seite, dass wir im Budgetvollzug etwas ändern, und zwar: Bisher ist es üblich, dass Ministerien immer ihr Budget verhandeln, das sie vom letzten Jahr beschlossen haben, und dann übernimmt man in der Verhandlung den Budgetwert.
Ich würde sagen, wir gehen anders vor. Die OECD schlägt vor, und zwar ein Zero-Based-Budget. Das heißt, also man geht immer jedes Jahr her und verhandelt von Null aufs Neue. Das heißt, man muss die Budgets durchforsten, um da eben Einsparungseffekte zu erzielen. Und ich nehme an, Sie wollen jetzt gleich eine Frage stellen, aber da gibt es noch mehrere dann Möglichkeiten. Genau, zu all diesen Punkten kommen wir nämlich noch. Zunächst müssen wir uns aber der Frage widmen, wie geht es denn nächstes Jahr weiter? Denn nächstes Jahr, sagen alle Wirtschaftsforscher, müssen wir ganz dringend sparen. Das Institut für höhere Studien, ein Sparpaket in der Höhe von 2 bis 4 Milliarden Euro notwendig. WIFO-Chef Felbermayr, es fehlen Milliarden, Österreich müsse sparen. Der Chef des Fiskalrates, Christoph Bartelt, sagt, nach der Wahl sei Schluss mit lustig. All Ihre Vorschläge können unter Umständen Geld bringen, jedenfalls aber erst später. Nächstes Jahr braucht es Geld, rasch, also braucht es ein Sparpaket. Nein, das sehe ich nicht so eben, weil wenn ich sage, wir fangen an eben gerade da bei dem Zero-Based Budget, also dem Vorschlag der OECD, die sehen Einsparungsvolumen von bis zu 8%. Wir haben berechnet, das wären so 3,5 Milliarden Euro. Finanzminister Brunner und auch der Martin Kocher haben ja der Wirtschaftsminister hier ein Modell vorgestellt, wie wir gegenfinanzieren können. Das aber heißt, die Budgetverhandlungen beginnen ja schon für 2025. Ich unterbreche Sie ungern, aber dieses Zero-Based Budget, nur damit man das versteht, ist ein Instrument, wie man Budget macht. Das allein spart noch nicht Geld. Das ist eine Art und Weise zu budgetieren. Damit allein sparen Sie noch keinen Euro, geschweige denn Milliarden Euro ein. Ich spare schon ein, indem der Sinn dahinter ist ja, dass die Budgets durchleuchtet werden. Das heißt, man schaut in jedem Ministerium, gibt es Einsparungspotenziale, und die gibt es. Und es ist ja nicht der einzige Vorschlag. Wir haben ja auch gesagt, es braucht auch eine Umstellung des Fördersystems. Wir haben durch die Krisen massive Budgetbelastungen gehabt. Wir müssen weg von der strukturellen Förderung hin zu, wie bei der Forschungsprämie, zu Steuergutschriften. Wir brauchen mehr Garantien, also weg von der strukturellen Förderung, mehr zu Garantien, Forschungsprämie, Steuergutschriften, um hier auch eine Budgetentlastung zu erzielen. Aber Sie wollen 4 Milliarden Euro durch Förderungen einsparen. Das klingt erstmal viel. Solche Versprechungen haben wir in der Vergangenheit schon öfter gehört. 2017 hat Sebastian Kurz versprochen, 5 Milliarden mit Förderungen einzusparen. Jetzt kam heute ganz frische Analyse vom Budgetdienst. Die Zahlen um 35% sind die Förderungen gestiegen, nicht gesunken. Und da sind die ganzen Krisenmaßnahmen schon rausgerechnet. Warum sollte Ihnen denn das gelingen, was Sebastian Kurz nicht gelungen ist? Also zunächst einmal haben wir, glaube ich, jetzt erlebt, dass wir 4,5 Jahre Krisenbewältigung hinter uns gebracht haben. Das heißt tatsächlich, das war sehr budgetwirksam. Die sind aber auch nicht dabei. Folgen. Ja, das weiß ich schon, aber gleichzeitig ist es eben wichtig, in der Kombination zu denken. Das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Es geht nicht mit einem Ansatz alleine. Also es braucht Anreize, damit mehr investiert wird in Österreich. Das ist eben zum Beispiel die Lohnnebenkostensenkung, das ist die Steuerbefreiung auf Überstunden, also keine Steuern auf Überstunden, länger arbeiten soll sich lohnen, damit investiert wird in Österreich. Bleiben wir mal bei den Förderungen, damit wir da nicht herumgehen. Es ist ein systemischer Zugang. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, Herr Thür. Man darf es nicht punktuell betrachten, sondern man muss es gesamtheitlich sehen. Ich brauche das Wirtschaftswachstum und ich brauche gleichzeitig die Systemveränderung, einerseits in den Ressortbudgets immer nach Einsparungspotenzial Nachschau zu halten und das auch zu lukrieren. Dann in der Umstellung des Fördersystems ebenso, ähnlich dem IRA, also den Inflation Reduction Act in den USA, sodass man tatsächlich viel mehr über Garantien und Steuergutschriften bewältigen kann. Warum? Weil das punktuell nicht budgetbelastend ist. Und das ist sozusagen der Ansatz, der in der Kombination gewählt wird. Und wir haben auch ein Thema, das ist die Zuwanderung ins Sozialsystem. Sie wissen, in meinem Österreich-Plan ist der Vorschlag, volle Sozialleistungen erst nach 5 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich. Die Kombination ist es, die es ausmacht, den Kuchen größer machen, mehr Wirtschaftswachstum, dadurch mehr Steuereinnahmen lukrieren. Wir haben von 2022 bis 2024 trotz Steuersenkungen, die wir vorgenommen haben, also Abschaffung der kalten Progression, des schleichenden Lohnphrases, ökosozialer Steuerreform, der Tarifstufenreform, 12 Milliarden mehr eingenommen. Das heißt, man kann also durch Systemumstellungen dadurch aber eben auch Steuereinnahmen lukrieren und damit das Budget stabilisieren. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich würde es ja gerne sortieren, damit die Zuseherinnen und Zuseher uns folgen können. Sie fordern 4 Milliarden Euro ein, die Sie bei den Förderungen holen wollen. Haben Sie eine Idee, bei welchen Förderungen das sein kann? Bei 4 Milliarden Euro, da geht es ja ordentlich ins Geschäft. Also wir sind immer da. Man muss eben anfangen, genau hinzusehen. Ja, wir haben ja oft eine Struktur, wo es auch Doppelförderungen gibt. Und wir müssen eben von der strukturellen Förderung weg. Das ist das, wo ich sage, da müssen auch die Expertinnen und Experten draufschauen, weil sie eine Systemumstellung braucht. Wenn ich sage, wir brauchen 4 Milliarden Euro, müssen Sie doch eine grobe Idee haben, wo diese Förderungen sind, oder sind Sie da komplett frei? Nein, das Thema ist, wir müssen es tabulos betrachten und gleichzeitig aber immer schauen, dass es die notwendigen Anreize gibt, dass investiert wird. Ich möchte es nochmal erwähnen, die Forschungsprämie, die wir ausgesetzt haben,
Österreich zählt zu einer der innovativsten Länder innerhalb der Europäischen Union. Warum? Weil wir die Forschungsprämie als Steuergutschrift etabliert haben. Hat unter anderem dazu geführt, dass BMW 1 Milliarde Euro in Österreich investiert und jeder zweite Elektromotor in Österreich gebaut wird. Diese Investments sind wichtige Zukunftsinvestments für Arbeitsplätze und Budgetstabilität, weil über jeden Arbeitsplatz ich mehr Wertschöpfung generiere und dadurch auch mehr Steuereinnahmen. Das heißt, mir ist wichtig, dass es um die Kombination geht und dass man eben dran geht, zu schauen, wo hat sich über die Jahre hinaus auch ein Fördersystem unter Umständen etabliert, das überholt ist. Und man sagt, es ist viel besser, hier mit Garantien und Steuergutschriften zu arbeiten, als an der alten Linie festzuhalten, die dann sehr budgetbelastend sind. Aber Sie wollen 4 Milliarden Euro an Förderungen kürzen. Dennoch ist es kein Sparpaket und Sie können nicht konkret nennen, was für Förderungen Sie da ungefähr denken. Sie müssen ja nicht alle 4 Milliarden hinlegen, aber zumindest ein Beispiel dafür, damit sich die Zuseherinnen und Zuseher vielleicht auch schon darauf einstellen können und darauf ihre Wahlentscheidung auch. Das Volumen haben ja Martin Kocher und Magnus Brunner präsentiert, die tatsächlich dann die Experten in der jeweiligen Sache sind. Das Entscheidende für mich ist, ich muss die Kombination halten. Ich muss halten zwischen Stabilität des Budgets und gleichzeitig Investitionen zulassen in Österreich, damit eben das Wirtschaftswachstum, das ist der wahre Erfolgsschlüssel. Wir brauchen 2% Wirtschaftswachstum pro Jahr, um eben hier mehr Einnahmen zu generieren und vor allem Arbeitsplätze für die Zukunft abzusichern. Das heißt, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es geht nicht mit Einzelmaßnahmen alleine. Es braucht einen systemischen Zugang und es braucht eben die Transmission, also den Übergang zwischen struktureller Förderung, Garantien und Steuergutschriften. Und das ist ein Prozess, da muss man sich genau anschauen, wo kann das am besten greifen. Aber ich halte es für realistisch und auch für bereits gelungen, wenn man in die USA sieht, dass man dadurch tatsächlich einen hohen Investitionsanreiz auslöst, ohne brutal budgetwirksam einzuwirken. Sie wollen das Budget eben durch mehr Wirtschaftswachstum de facto sanieren. Das ist ja die ganz große Message. Die ganz große Message dahin, die Wirtschaft muss wieder anspringen. Die läuft zurzeit sehr, sehr schlecht. In den vergangenen 5 Jahren hat kein EU-Land ein schwächeres Wachstum als Österreich. WIFO-Chef Gabriel Kelbermeier, nochmal zitiert, spricht gar von 6 verlorenen Jahren. AMS-Chef Kopf sagt heute, angesichts der Arbeitslosenzahlen, wir seien in einer veritablen Industrierezession. Warum soll Ihnen denn jemand heute glauben, dass Sie das schaffen, was sie in den letzten Jahren in der Wirtschaftspolitik nicht geschafft haben? Also ich finde, da muss man auch ein Stück weit fair beurteilen, was in den letzten Jahren passiert ist und was alles vor allem ausgelöst worden ist. Wir hatten massive Krisenjahre, wir mussten gegenfinanzieren, damit tatsächlich Wirtschaften weiter in der Zukunft möglich ist. Das war kein einfacher Prozess, ja, wir alle haben es gemeinsam erlebt. Und es ist gelungen, das Niveau wieder aufzuholen, das massiv abgesunken ist durch die Pandemie. Erinnern Sie sich zurück, die Wirtschaftsforscher haben damals prognostiziert, es wird ein massives Absenken der Wirtschaftsleistung geben. Das ist doch tatsächlich eingetreten. Und dann war die Prognose, es wird die Wirtschaftsleistung erst wieder flach ansteigen. Das Gegenteil ist passiert. Die Wirtschaftsleistung ist radikal angestiegen, hat auch dann zu vielen anderen Herausforderungen geführt. Aber Corona gab es ja auch in anderen Ländern. Ja, auch. Italien, nur ganz kurz, ich möchte es nur einbringen. Italien 6+6%, Slowakei +6%, Slowenien +8%. Was war in Österreich anders? Zunächst einmal muss ich erst mal von dem hohen Niveau ausgehen, das wir hatten bis 2019. Dann ist etwas eingetreten, was tatsächlich eine Herausforderung ist. Und das trifft ja nicht nur Österreich alleine. Ich möchte es anders vielleicht versuchen aufzusehen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nachvollziehen können. Wir hatten in Österreich früher den Spruch, hat die deutsche Wirtschaft einen Schnupfen, hat die österreichische eine Grippe. Mittlerweile hat sich das umgedreht. Faktum ist, dass die deutsche Wirtschaft eine Grippe hat und wir einen Schnupfen. Warum ist das relevant? Die Bundesrepublik Deutschland ist für den Exportsektor in Österreich und daran hängt jeder zweite Arbeitsplatz für 70% sozusagen verantwortlich in der Abnahme. Das heißt, das ist für uns sehr wesentlich, wie die deutsche Wirtschaft tatsächlich in welchem Zustand sie ist. Der nächstwichtigste Handelspartner nach der Bundesrepublik Deutschland sind dann die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich finde, wir müssen schon hergehen und die Gesamtschau der Dinge haben. Das heißt, wir hatten ein hohes Niveau, es ist anders als die anderen Länder, die sie verglichen haben. Ich finde, bei Ländervergleichen muss man generell vorsichtig sein. Wir hatten auch oft die Vorhalte aufgrund der hohen Inflation. Letzten Jänner war sie noch bei 11,4%. Mittlerweile haben wir es geschafft, durch die Maßnahmen sie auf 2,4% zu drücken. Auch das ist wichtig zu erwähnen, weil es eben ein Prozess ist. Ich sage auch gleich dazu, er war schwierig. Er ist mühsam für die Unternehmen. Die Teuerung war mühsam für die Menschen. Das Entscheidende ist, dass wir jetzt in eine Erholungsphase kommen und jetzt müssen eben die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, damit investiert wird, damit Wirtschaftswachstum der Motor wieder anspringt. Und
Teuerung ist gleich das Stichwort. Ich nehme all meinen Gästen ein altes Wahlgeschenk mit. Bei Ihnen habe ich ein sehr schönes gefunden. Ich zeige Ihnen zuerst die Rückseite. Es ist ein alter Bierdeckel der ÖVP und da steht drauf, seit die SPÖ regiert, steigen die Preise wie noch nie aus dem Jahr 1971. Und auf der Vorderseite ist ein Schilling, die Älteren von uns erinnern sich noch. Und darauf steht 1,5 Jahre SPÖ und der Schilling ist nur noch 85 Groschen wert. Jetzt fragt man sich natürlich, wie war das unter Ihnen? Wir haben nachgerechnet, uns auch extra kontrollieren lassen von Statistikern. Seit Karl Nehammer regiert, ist 1 Euro nur noch 85 Cent wert. Warum konnten Sie nicht mehr gegen die Teuerung unternehmen? Also darf ich den Bierdeckel kurz nehmen, weil es ja nett ist. Sie sehen nämlich, dass da drunter steht, und wir werden die Kaufkraft stärken. Mhm. Kaufkraft stärken war eines unserer Leitmotive in der Inflation- und Teuerungsbekämpfung. Und wenn Sie auch andere Statistiken hernehmen, werden Sie sehen, dass die Kaufkraft in Österreich tatsächlich gestiegen ist. Das Medianeinkommen, also das ist der Durchschnittswert der Einkommen in Österreich, ist gestiegen. Durch die Abschaffung der kalten Progression, des schleichenden Lohnphrases, haben wir tatsächlich dafür gesorgt, dass den Menschen mehr bleibt zum Leben und haben eben durch die Kaufkraftstärkung, so wie es damals schon gefordert war, erreicht, dass die Teuerung zwar mühsam ist, aber gleichzeitig auch bewältigt werden kann. Und das ist das, was mir nur wichtig ist, dazu zu sagen, es braucht ein Mischsystem. Wir haben ja den Stromkostendeckel eingeführt, den Mietpreisdeckel und andere Maßnahmen und gleichzeitig eben dafür gesorgt, dass die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben. Aber und das ist, glaube ich, der Punkt, der wichtig ist. Bei der Kaufkraft muss ich nur etwas dazu sagen, weil diese Kaufkraft hat nicht die Regierung gesichert, sondern sie haben vor allem die Unternehmen in diesem Land gesichert. Durch sehr, sehr hohe Lohnerhöhungen lässt sich mittlerweile auch statistisch sehr gut nachweisen. Da gibt es wieder eine Analyse des Budgetdienstes, der hat nachgerechnet, 70% der Verfügung Einkommen wurden durch die Lohnerhöhungen gesichert. Das haben die Unternehmen gestimmt, denen es jetzt gar nicht so gut geht. Und durch die Abschaffung der kalten Progression 15%. Bleibt den Menschen tatsächlich das, was mehr an Lohn ist, weil das ist der große 15%, ich würde die Zahlen nur gerne einbringen, 15% war die ökosoziale Steuerreform, die schon vor der Teuerungskrise beschlossen wurde und 15% waren die Antiteuerungsmaßnahmen der Regierung, darunter auch die Abschaffung der kalten Progression. Also war nicht die Rolle, die die Regierung da darstellt in der Sicherung der Kaufkraft eine viel geringere, als es tatsächlich die Realität war? Ich glaube, wenn Sie die Menschen fragen, ob sie 15% weniger haben wollen und da 15% weniger, werden Sie das nicht mit Ja beantworten. Das heißt also, diese 30% sind ja auch eine gemeinsame Anstrengung, die kalte Progression abzuschaffen, also diesen schleichenden Lohnfraß. Das war ja eine große, sage ich auch tatsächlich, Umsetzungsleistung, weil seit 40 Jahren ist darüber diskutiert worden. Übrigens, die Volkspartei hat das seit 40 Jahren gefordert. Und dann ist es gelungen, aber der Witz dabei ist, das bedeutet natürlich auch weniger Steuereinnahmen, denn das Geld steht ja den Menschen zu. Von 2023 auf 2025 gerechnet sind das 7,5 Milliarden Euro, Herr Tür. Und das betrachte ich nicht als Kleinigkeit. Das ist aus meiner Sicht eine richtige Maßnahme gewesen, aber heißt natürlich auch für die Budgetstabilität, hier viele Maßnahmen zu setzen, dass das eben auch so umgesetzt werden kann. Und das Wichtigste ist, Sie haben recht, es ist die Leistung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Es gab hohe Lohnabschlüsse in der Sozialpartnerschaft, dass wir aber eben durch die kalte Progressionabschaffung, also diesen schleichenden Lohnfraß, auch jetzt dafür gesorgt haben, dass den Menschen auch tatsächlich von dieser Lohnerhöhung auch das bleibt, was erhöht worden ist. Und das führt jetzt dazu, dass eben auch der Mittelstand zum Beispiel in Österreich, auch das ist eine Statistik, die Sie nachlesen können, deutlich breiter geworden ist und auch wohlhabender. Aber und das ist eigentlich das Ziel. Die Inflation ist durch Österreich weitgehend durchgerauscht, sehr viel stärker als durch andere europäischen Länder. Auch weil die Regierung gesagt hat, ganz bewusst, wir greifen nicht in die Preise ein, wir greifen da nicht rein, wie es andere Länder gemacht haben. Am Ende des Tages blieben die Unternehmen mit extrem hohen Lohnforderungen über, die sie dann erfüllt haben. Jetzt geht es den Unternehmen schlecht. Also vielleicht hätte die Regierung da ja auch wirtschaftlich mehr dämpfen können. Die Frage ist immer, welche Maßnahme wie wirkt. Und wir haben uns ja zum Mixmodell entschieden. Also eben sehr wohl, wir haben in die Preise eingegriffen bei der Stromkostenbremse, also den Stromkostendeckel, beim Mietpreisdeckel, bei der Übergewinnsteuer für Energieunternehmen. Gleichzeitig haben wir aber dafür gesorgt, dass die Menschen auch mehr Geld zur Verfügung haben. Und wir haben in den Lohnverhandlungen sehr wohl auch den Verhandlern angeboten, dass wir durch die Abschaffung der kalten Progression, also des schleichenden Lohnfraßes und die steuerfrei und abgabenfreie Prämie von 3.000 Euro Rahmenbedingungen setzen, damit die Verhandlungen auch maßvoll laufen können. Sozialpartnerschaft verhandelt unabhängig von der Politik. Die Ergebnisse sind tatsächlich so, dass wir jetzt danach trachten müssen, dass Österreich nicht in einen Wettbewerbsnachteil kommt. Die hohen Lohnabschlüsse sind jetzt eben eine sehr schwierige und herausfordernde Situation für Unternehmen.
Deshalb eben die Rahmenbedingungen verändern, Überstundenbesteuerung weg, länger arbeiten soll sich lohnen und auch Lohnnebenkostensenkung, damit wieder in Österreich investiert wird. Aber all das war ja auch Thema in Ihrem bekannten Burger-Video. Da haben Sie sich sehr darüber beklagt, dass die Gewerkschaft auf dieses steuerfreie Modell nicht eingestiegen ist. Armutsgefährdete und tatsächlich armutsbetroffene Menschen haben von Ihnen in dem Video gehört, mehr arbeiten, dann hat man auch mehr Geld. Ist das Ihrer Meinung nach das Problem in Österreich, dass sich manche Menschen zu wenig anstrengen? Also ich glaube, generell ist es wichtig, dass ein gemeinsames Bewusstsein entsteht, ohne zu werten. Der solidarische Wohlfahrtsstaat Österreich finanziert sich ausschließlich durch Leistung. Aber durch Menschen, im Burger-Video haben Sie gewertet. die Menschen, die arbeiten gehen, die möglichst viel arbeiten und durch ihre Steuerleistung den solidarischen Ausgleich bewerkstelligen, um eben Menschen zu helfen, die in sozialen Schieflagen sind. Herr Tür, das ist eine ganz wesentliche Frage. Österreich ist tatsächlich und zählt zu einem der reichsten Länder der Welt. Das ist aber kein Naturereignis, sondern basiert auf dem Fleiß der Menschen, die arbeiten gehen und durch ihr Arbeiten gehen Steuern leisten und durch Unternehmerinnen und Unternehmer, Bäuerinnen und Bauern, die in Österreich Wertschöpfung erzeugen. Und ich finde sehr wohl, es ist angebracht, immer wieder auch die ins Rampenlicht zu stellen, denen es zu verdanken ist, dass wir Menschen, die schwerer haben, tatsächlich helfen. Und es gibt eine große Differenzierung bei uns. Menschen, die können, aber nicht wollen und trotzdem Sozialhilfe beziehen, die müssen wir dazu bringen, in den Arbeitsprozess einzusteigen. Und Menschen, die wollen, aber nicht können, denen gegenüber sind wir solidarische Gesellschaft verpflichtet zu helfen. Das ist mein Grundsatz. Das habe ich damit gemeint. Das ist ja tatsächlich spannend, dass Sie das sagen, denn die Teilzeit ist Ihnen ja ein großer Dorn im Auge. Auch in diesem Video gewesen, circa ein Drittel aller Menschen und jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Machen die das freiwillig oder können die nicht anders? Nein, auch da habe ich differenziert. Sie haben das zusammengefasste Video zitiert. Im ganzen Video sieht man, dass ich sehr wohl über Betreuungspflichten gesprochen habe und die ausgenommen habe, die Kinder betreuen oder Pflegebedürftige. Das ist eine große Leistung, die erbracht wird. Worum geht's? Wir müssen ständig danach trachten, dass tatsächlich Vollzeit gearbeitet wird. Warum? Weil über die Vollzeitarbeit am meisten auch dazu eingenommen wird, um den solidarischen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Wie erreiche ich das? Einerseits durch den Vollzeitbonus, den wir angeregt haben, und wir müssen in den Steuertarifstufen oben etwas ändern, weil es gibt in Österreich eine Vielzahl von gut bezahlten Teilzeitjobs. Und es zahlt sich auch in die 48% Steuer. Und es zahlt sich doch auch, wenn Sie aufstocken auf 40 Stunden, nimmt Ihnen die Steuer mehr weg. Und deswegen tun das dann viele nicht. Und da müssen wir eben auch ansetzen. Wir müssen in der oberen Steuerklasse ansetzen, die Freiräume schaffen, damit tatsächlich die, die aufstocken, auch tatsächlich mehr davon haben. Gut. Nach langem Hin und Her hat sich ja die Regierung auf eine Klimastrategie geeinigt und ein ganz wesentlicher Punkt, den sie da beschlossen haben, ist die Kürzung klimaschädlicher Förderungen um 2 Millionen Tonnen CO2. Das geht rein mathematisch nur, wenn sie eines von zwei Dingen machen, nämlich entweder das Dieselprivileg angreifen und reformieren oder das Pendlerpauschale angreifen und reformieren. Dennoch gibt es für Ihnen vor der Wahl nur eine Arbeitsgruppe. Wäre es nicht fair, den Wählerinnen und Wählern schon vor der Wahl reinen Wein einzuschenken? Also das tue ich gerne. Es wird keine Abschaffung des Dieselprivilegs mit mir geben und auch keine Abschaffung der Pendlerpauschale. Eine Reform? Das, was es braucht, ist aus meiner Sicht hier eben die Innovation und die Technologiestärke in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen zum einen in der Beimengung nachdenken. Wir können durch Biotreibstoffe, durch die Beimengung unsere CO2-Bilanz deutlich verbessern. Wir sind jetzt bei 7% und sollten auf 10% erhöhen. Die andere Seite ist, wir haben Gott sei Dank einen Änderungsbeschluss in der Bundesregierung herbeigeführt, weil 2011, aus welchen Gründen auch immer, hat sich die damalige Bundesregierung dazu entschlossen, dass CO2-Einspeicherung in Österreich verboten ist. Wir haben uns dazu bekannt, das jetzt zu ändern. CO2-Einspeicherung soll möglich sein. Und neben der CO2-Einspeicherung bieten Dänemark, genauso wie Norwegen, neue Geschäftsmodelle an, damit auch CO2 sozusagen komprimiert wird, verfestigt wird und dieses CO2 dann auch eingespeichert werden kann. Dann Herr Bundeskanzler, ich muss Sie wieder unterbrechen. Sie beantworten mir Fragen, die ich so nicht gestellt habe. Aber die Frage ist ja vor allem beim Dieselprivileg. Ich habe gesagt, es wird keine Abschaffung geben. Und das, dabei bleibt es auch, denn dadurch entgehen ja dem Finanzminister 1,1 Milliarden Euro. Das ist ein sehr, sehr teures Steuergeschenk, von dem auch tatsächlich sehr viele ausländische Frechter profitieren. Und das Absurde an der Situation ist ja, dass Österreich diesen ausländischen Frechtern dann das billige Benzin zahlt, wir selbst dann aber vielleicht doppelt zahlen müssen, weil wir dann die CO2-Ziele nicht erreichen und Strafzahlungen riskieren. Das ist doch eine sehr seltsame Konstruktion. Wäre es nicht sinnvoller, das Dieselprivileg zu erhöhen und dafür die Steuer woanders zu reduzieren? Das machen Sie ja zum Beispiel auch bei der CO2-Steuer, da funktioniert das ja auch. Also was tatsächlich absurd ist, da haben Sie völlig recht, dass es bis jetzt nicht gelingt, die sogenannten
Tanktouristen herauszurechnen aus dem österreichischen CO2-Verbrauch, weil dann wäre der österreichische CO2-Verbrauch deutlich geringer. Na, man kann es nicht herausrechnen, aber es wird halt nicht angerechnet. Das halte ich für einen Fehler. Stimmt, ist eigentlich eine Absurdität, Sie haben völlig recht, weil es geht hier nicht um den Verbrauch von Österreich, sondern von anderen. Und das Thema ist eigentlich ein anderes. Wenn wir jetzt zusätzlich Belastungen einführen, wenn wir jetzt weiter den Wirtschaftsstandort Österreich belasten und damit auch wieder Investitionen, den Güterverkehr damit beeinträchtigen, dann helfen wir den Menschen nicht. Und das Dieselprivileg ist ja nicht jetzt ein, sage ich, eines, das die Menschen freiwillig in Anspruch nehmen, weil sie sagen, Gott sei Dank können wir jetzt das Dieselprivileg nutzen, sondern das ist ja eine Notwendigkeit, weil einerseits wird es wirtschaftlich gebraucht und auf der anderen Seite soll es die Menschen eben entlasten, die aufs Fahrzeug angewiesen sind. Deswegen auch bei der Pendlerpauschale das klare Bekenntnis dazu, die Menschen, die das Auto brauchen, müssen auch dabei unterstützt werden, weil nochmals wichtig ist, dass Menschen arbeiten gehen, zur Arbeit kommen und eben Leistung erbringen können. Gut, es bleibt und wird auch nicht reformiert. Das können wir mitnehmen. Ganz prinzipiell hat man ein bisschen das Gefühl, dass die ÖVP bei Klimamaßnahmen einen Kurs fährt, der nicht gerade darauf angelegt ist, der Bevölkerung Dinge zuzumuten. Würden Sie bei Klimathemen prinzipiell unpopuläre Entscheidungen auch treffen oder gibt es das mit Karl Nehammer gar nicht? Also jeder, der mich kennt, weiß, und jetzt gestern habe ich 1000 Tage Bundeskanzler sein dürfen für das Land und den Menschen dienen dürfen. Und in diesen 1000 Tagen, glaube ich, habe ich mehr als oft bewiesen, dass ich auch bereit bin, Dinge umzusetzen, die am ersten Eindruck nicht populär sind und auch einem sozusagen keinen parteipolitischen Vorteil bringen. Das, worum es geht, ist, darauf hinzuweisen, dass Österreich zu den europäischen Unionsmitgliedsländern zählt, das einer der höchsten Umweltstandards hat. Und warum ist das so? Weil zum Beispiel auch die ökosoziale Marktwirtschaft und damit auch die ökosoziale Steuerreform aus der DNA, aus der Gründung der Volkspartei kommen. Joschi Riegler, der Bundesparteiobmann damals, der Volkspartei, hat zum Beispiel die ökosoziale Marktwirtschaft entwickelt. Und Sie sind heute hier am Traunsee. Der Traunsee hat eine Wasserqualität, dass man aus ihm trinken kann. Auch das natürlich ist kein Naturereignis, sondern basiert auf vielen Vorschriften und gesetzlichen Regelungen, die ihm ermöglicht haben, hier den Naturschutz, die Wasserqualität in Österreich, auch die Renaturierung schon seit vielen Jahren voranzutreiben. Das ist ÖVP-Position. Was wir nicht wollen, ist zentralistische Vorgaben, Maßnahmen, die überbordend sind und das Leben der Menschen, die mit der Natur arbeiten, unnötig erschweren und gleichzeitig aber dem Wunsch nachkommen müssen, Lebensmittelversorgung sicherzustellen, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern leistbaren Wohnraum. Daher finde ich, braucht es eine Vernunft in der Debatte. Natur- und Umweltschutz sind wichtig, aber eben gleichzeitig ist genauso wichtig, wie geht es den Menschen damit, wie kann man damit umgehen, wie kann man damit weiter Erwerb leben und wie kann man vor allem auch mit einem wachsenden Fortschritt neue Technologien einsetzen, um eben auch mehr Umwelt- und Klimaschutz zu haben. Aber die Klimaziele werden Sie nicht ohne unpopuläre Entscheidungen erreichen können, da ist Österreich sehr, sehr weit, vor allem im Verkehr entfernt. Also ich glaube das eben nicht. Ich glaube, dass wir Aufholbedarf haben, in Technologieoffenheit noch mehr in Forschung investieren müssen. Es gibt viele Möglichkeiten, mit CO2 umzugehen. Es gibt herausragende Unternehmen in Österreich, die viel zu wenig gehört worden sind, wie man CO2 auch anders nutzen kann. Ich glaube, das Entscheidende ist, nicht durch Beschränkung den Fortschritt zu erreichen, sondern durch Ermöglichen und Zulassen in dem gleichen Ziel, Klimaschutz tatsächlich zu verwirklichen, aber eben mit Technologieeinsatz, mit mehr Möglichkeiten, mit Forschungsinnovation, was auch dem Wirtschaftsstandort Österreich gut tut. Einen Klimaplan gibt es also auf den letzten Metern der Regierung. Worauf Sie sich aber nicht geeinigt haben, ist eine gesamtstaatliche Migrationsstrategie. Die finde ich im Regierungsprogramm, aber ich finde sie nicht in Umsetzung. Warum? Nun ja, also ich finde, man kann dieser Bundesregierung viel vorwerfen. Wir sind jetzt, glaube ich, noch 27 Tage vor der Nationalratswahl. Es ist gelungen, nicht nur den nationalen Energie- und Klimaplan durchzubringen, sondern auch die österreichische Sicherheitsstrategie. Wir haben das kommunale Investitionspaket beschlossen, das eine finanzielle Unterstützung für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister darstellt. Ich sage das nur deshalb, dass so wie man Ihre Frage im Subton versteht, würde bedeuten, warum ist denn nicht das eine auch noch umgesetzt? Nun, ganz konkrete Frage, im Regierungsprogramm steht eine Migrationsstrategie. Ich bin etwas überrascht, gerade bei Karl Nehammer, dem das Thema Migration so wichtig ist, dass es da keine gesamtstaatliche Strategie ist. Denn ganz wichtig, und das steht ja auch im Regierungsprogramm, war da eine strikte Trennung zwischen Migration und Asyl, die sollte diese Strategie bringen. Jetzt gibt es sie nicht. Gibt es einen Grund dafür? Also zum einen nochmals, ich finde immer, man muss redlich sein in der Beurteilung der Lage.
85% des Regierungsprogramms sind umgesetzt worden, trotz Krisen, die nicht erwartbar waren. Das Regierungsprogramm ist zu einer Zeit geschrieben worden, als weder die Pandemie, noch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, noch die Gaskrise, noch die Inflation, noch die Teuerung, wie auch immer, nur vorhersehbar waren. Ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man redlich beurteilt, wie viel die Regierung von ihrem Regierungsprogramm umgesetzt hat. Und ja, der Kampf gegen illegale Migration ist tatsächlich mir ein persönlich wichtiges Anliegen und der Österreichischen Volkspartei. Wir haben auch, glaube ich, immer wieder gezeigt, wie wichtig uns das ist. Erinnern Sie sich alleine daran, wie wir kritisiert worden sind, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass das Thema wieder auch auf der Regierungschefsebene in der EU besprochen wird. Das Schengen-Veto aufgrund eines mangelnden EU-Außengrenzschutzes hart war, aber notwendig war, in die Diskussion mit einzuwerfen und wir da deutliche Fortschritte erzielt haben jetzt mit den Projekten. Und aus meiner Sicht zählt immer die Kraft des Faktischen. Es muss also tatsächlich Umsetzungsschritte geben. Und vom Rückführungsabkommen und Wirtschaftskooperationsabkommen mit Marokko bis zu der Unterstützung für Abkommen für Ägypten, Tunesien, Libanon von Seiten der Europäischen Union hat Österreich hier versucht, eine sehr positive Rolle einzunehmen, nämlich eine konstruktive im Sinn im Kampf gegen die illegale Migration, bis hin dazu, dass wir gesagt haben, die Schritte im Asyl- und Migrationspakt der Europäischen Union sind jetzt die richtigen und die müssen weiter fortgesetzt werden, im Sinne von auch Asylverfahren in sicheren Drittstaaten, um tatsächlich den Druck von der Außengrenze zu nehmen. Also es ist inhaltlich sehr viel passiert. Genau darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, nämlich über diese Asylverfahren in Drittstaaten. Das haben mehrere Länder schon probiert. Bislang ist es nur einem gelungen, nämlich Australien. Zuletzt ist Großbritannien daran gescheitert. Deswegen nennen das auch alle Ruanda-Modell. Großbritannien wollte Asylverfahren in Ruanda machen, hat 400 Millionen Euro gekostet, ist letzten Endes gescheitert. Ruanda will das Geld jetzt nicht zurücküberweisen. Nicht ein einziger Flüchtling wurde dorthin gebracht. Wie wollen Sie denn die Österreicherinnen und Österreicher davon überzeugen, dass so ein Modell überhaupt funktionieren kann? Also zunächst einmal ist es uns gelungen, 15 EU-Mitgliedstaaten von 27 davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und Herr Tür, das ist keine parteipolitische Ansage, sondern aus meiner Sicht eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Warum? Schaffen wir es, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchzuführen, zerschlagen wir das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität. Dieses Versprechen lautet, ich bringe dich über gefährliche Routen, übers Mittelmeer um 5.000 Dollar über den Landweg innerhalb der EU. Und dann hast du die Chance, über Asylverfahren dort irgendwie einen Aufenthalt zu erreichen. Und genau dieses Problem können wir damit stoppen. Das heißt, wir haben zwei Vorteile dadurch. Einerseits zerschlagen wir das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität. Zum anderen nehmen wir den Druck da von den Außengrenzen weg, schaffen einen geordneten Zuzug in die Europäische Union, weil natürlich geordnete Migration in den Arbeitsmarkt wichtig ist. Was wir verhindern müssen, ist Migration in das Sozialsystem. Das ist eigentlich dann da der Hauptfokus und nicht nur von Österreich, sondern mittlerweile von allen europäischen Unionsmitgliedsländern, die von Migration betroffen sind. Siehe gerade diesen Umkehrdenken auch in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es ist das Bohren harter Bretter, da haben Sie recht. Es ist auch nicht trivial umzusetzen, aber es muss passieren. Und es ist dieser nächste wichtige Schritt, der gelingen muss und er kann gelingen, indem wir eben beginnen, auch neu zu denken, wie wir mit den Staaten umgehen, sei es in Nordafrika, sei es in anderen Regionen dieser Welt, die mit uns bereit sind zu kooperieren, welchen Vorteil die auch davon haben und über diese Vorteilssituation dann bereit sind, auch dieses schwierige aber Thema Migration mit uns anzugehen. Der Vorteil kann ja nur Geld sein. In Australien, wo dieses Modell eingesetzt wird, im Übrigen, da kommen auch noch Asylwerber an, dort, wo es eingesetzt wird, ist dieses System im Betrieb extrem teuer. Nur damit man sich was vorstellen kann, ein einziger Flüchtling kostet da 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Das ist insgesamt ein extrem aufwendiges System. Um dieses Geld könnten Sie in Österreich Flüchtlinge sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach integrieren. Warum dann anders? Also man darf dieses, ich finde, ganz offen gesagt, man darf das überhaupt nicht so vereinfachen, die ganze Situation. Wir haben einen massiven Migrationsdruck erlebt in Österreich. Wir haben ihn jetzt Gott sei Dank in den Griff bekommen. Wir haben die illegalen Grenzübertritte von Ungarn nach Österreich um 97% reduziert. All das hat aber ja massive Konsequenzen fürs Sozialsystem, fürs Bildungssystem, auch für die Sicherheitslage. Das heißt also, und nochmals, es geht nicht nur Österreich so, sondern Deutschland, Schweden, Dänemark und die sind auch jetzt mittlerweile unsere stärksten Verbündeten. Das heißt, was wir erreichen müssen, ist, dass wir eben durch diese Maßnahmen, Bündel, die man nur setzen kann, eben eine Ordnung hineinbringen, denn schaffen wir das nicht, wird Folgendes passieren, natürlich. Es werden die Radikalen immer stärker in den jeweiligen Demokratien, die dann vorgeben, Lösungen zu finden, die gar keine sind, die vom Problem lösen, also vom Problem leben, aber die Probleme nicht lösen. All das sind dann die Herausforderungen, die wir haben werden. Daher sind wir jetzt gefordert, und das ist ja die Initiative Österreichs, immer mehr Verbündete zu finden. Die Bundesrepublik Deutschland hat noch vor 2 Jahren gesagt, es gibt kein Problem mit illegaler Migration. Jetzt ist es uns gelungen, auch aufgrund der dramatischen Ereignisse in der Bundesrepublik Deutschland nicht zuletzt auch, zu
diesen Umdenkprozess zu beschleunigen. Rückführungen nach Afghanistan und Syrien sind kein Tabu mehr, sondern sind mittlerweile eben auch schon ein Bestandteil davon, wie man tatsächlich dieses Thema illegale Migration, Straftäter tatsächlich in den Griff bekommt. Also das heißt, es braucht hier eine Fülle von Maßnahmen und Österreich hat hier einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet. Aber wir wollen ja Ihre Lösung verstehen. Wir wollen ja Ihre Lösung verstehen. Sie sagen, wir brauchen diese Lösung, um die radikalen Ränder nicht zu stärken, weil wenn wir sehr, sehr viel Geld ausgeben für ein Flüchtlingssystem, wird das nicht auch für viel Kritik sorgen? Ganz ehrlich, ich kann jetzt Ihre australischen Zahlen weder nachprüfen noch nachvollziehen. Entscheidend ist doch, dass jeden einleuchten muss, dass man das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität zerschlägt. Das ist ja oberstes Gebot. Wir müssen doch verhindern, dass die Menschen über gefährliche Fluchtrouten übers Mittelmeer oder über den Landweg kommen. Wir müssen doch gerade die versuchen, oder denen habhaft zu werden, die das Leid der Menschen ausnutzen. Und wir müssen Perspektiven schaffen für die Problemzonen sozusagen auf dem afrikanischen Kontinent, die Innovation, auch Investition brauchen, um Stabilisierung herzustellen, auch selbst eine Wirtschaftsgeschichte damit erzählen können und auch Wohlstand aufbauen können. Und entscheidend ist, dass es eine Kombination ist. Nochmals, das ist kein triviales Problem, das habe ich auch nie behauptet, dass irgendwie leicht gelöst werden kann. Aber das Schlimmste ist, wenn wir es ignorieren und nicht lösen. Denn die, die davon am meisten profitieren, sind die Kriminellen, die das Leid der Menschen ausnutzen. Und ich finde, das gehört beendet. Aber es ist insgesamt ein sehr, sehr aufwendiges, sehr komplexes, enorm schwierig umzusetzendes System. Denn ganz klar, kaum ein Land will Asylwerber, vielleicht sogar Straftäter, auch das steht in ihrem Modell, aus einem anderen Land aufnehmen. Das kostet wahnsinnig viel Geld, ist extrem aufwendig in der Umsetzung. Die Frage ist ja, ist Ihr System, so wie Sie es vorschlagen, auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen? Ja, weil Sie sehen, dass wann immer Sie es schaffen, auch die Erzählungen umzudrehen, wenn immer sie es schaffen, die Werbemaßnahmen sozusagen der Schlepper und der organisierten Kriminalität zu durchbrechen, indem sie dann doch es schaffen, dass berichtet wird über Verschärfungen. Wir haben zum Beispiel einen enormen Polizeidruck ausgelöst und haben über 700 Schlepper festgenommen. Deswegen machen jetzt die Schlepper einen Bogen um Österreich. Das heißt, die Kombination an Maßnahmen hat sehr wohl eine Effizienz und auch einen Sinn. Und vor allem, man darf eben und muss wirklich versuchen, einen geordneten Weg in den Arbeitsmarkt in der Europäischen Union sicherzustellen. Und das kann quer über die Welt sein, weil das ist auch die Kontrolle der Staaten darüber, wer dann tatsächlich kommt. Auch damit auch planbar die Integration, das ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite die Mischung zwischen Asyl und Migration damit zu beenden. Wer vor Verfolgung und Gefährdung geschützt werden muss, der soll auch tatsächlich Schutz erhalten. Und die, die aus Migrationsgründen sich auf den Weg machen, um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, da braucht es geordnete Prozesse, damit beide Seiten etwas davon haben. Und da brauche ich die Kooperation von sicheren Drittstaaten. Da brauche ich auch Perspektiven, gerade in Nordafrika. Das war der Grund meiner Afrika-Reise damals, gemeinsam mit der Wirtschaft auch hier neue Perspektiven zu schaffen, weil wir nur systemisch diesem Problem Herr werden können. Das heißt, man muss viele Punkte setzen, nicht nur sicherheitspolizeilich, sondern wirtschaftspolitisch, außenpolitisch, um tatsächlich dann gegen illegale Migration etwas zu erreichen. Herr Bundeskanzler, ich habe Ihnen noch etwas mitgenommen, und zwar ein Buch. Sie haben auf Instagram nämlich mal davon erzählt, dass Sie abends gerne in einem Buch lesen, nämlich in dem hier. Die Apologie des Sokrates. Mein Altgriechisch ist etwas eingerostet. Ich hatte es nicht in der Schule, ich gestehe es. Ich hatte es, auf es Deutsch aber meines ist auch eingerostet. Das Buch ist eine Verteidigungsrede des Philosophen Sokrates vor Gericht. Warum lesen Sie darin so gern? Weil das sokratische Prinzip ja darauf beruht, sich selbst zu hinterfragen und auch andere. Ihm wurde ja der Prozess deshalb gemacht, weil er unangenehm wurde, weil er viele Missstände aufgezeigt hat, aber nicht in einer aggressiven Form, sondern indem er auch den Menschen klargemacht hat, die sich mit ihm auseinandergesetzt haben. Es ist großartig, wenn du eine Sache besonders gut kannst, aber nur weil du eine Sache besonders gut kannst, heißt das nicht, dass du alle Sachen kannst und über andere Menschen dadurch richten. Und ich finde, beim sokratischen Prinzip ist gerade so besonders, dass Selbsthinterfragen immer gut tut, finde ich, gerade auch in schwierigen oder herausfordernden Situationen und auch durch die Selbstreflexion dann oft neue Lösungswege erscheinen. Und mich hat das sehr bewegt und auch sehr beeindruckt damals. Mich hat es insofern beeindruckt oder verwundert, dass Sie gerne drinnen lesen, denn es ist ja auch ein Buch über voreingenommene Justiz. Erinnert Sie das vielleicht auch an Österreich im Jahr 2024? Ja, man muss nicht überall jetzt sozusagen Analogien herstellen. Ich glaube, es ist generell wichtig, dass alle Institutionen immer in der Lage sind, sich zu hinterfragen. Das ist auch gut so, das ist ja auch in der Rechtsordnung so vorgesehen. Denken Sie alleine an den Instanzenzug in der Gerichtsbarkeit. Auch da ist eben Checks and Balances vorgesehen, also immer die Kontrolle auch.
Und das ist aber nicht nur in der Justiz so, das ist bei der Polizei so, das ist in der Finanz so. Aber ich glaube, es ist auch wirklich im persönlichen, im privaten Leben so. Es tut gut, sich selbst zu hinterfragen. Und gerade wenn man sozusagen besonders davon überzeugt ist, dass nur der eine einzige Weg der richtige ist, dann tut es manchmal noch mehr gut, die Frage zu stellen, gibt es auch noch andere Optionen? Was sagen andere dazu? Wie viele Meinungen gibt es? Und das hat mich eben fasziniert beim hinterfragen wir die Weg. Hinterfragen wir die österreichische Justiz, denn der Grundsage dafür ist ja Christian Pilnercheck. Nach den von uns veröffentlichten Audioaufnahmen hat eine Kommission im Justizministerium Einflussnahmen in der Justiz überprüft, vor allem in klamourösen Fällen, also mit Politikern und berühmten Personen im Mittelpunkt, und ganz krasse Missstände gefunden. Es gäbe eine Zweiklassenjustiz, politisch brisante Verfahren würden in die Länge gezogen und hochrangige Beschuldigte würden auch mal zu persönlichen Treffen geladen. Mittendrin bei all dem auch die ÖVP. Hat die Volkspartei die Justiz für ihre eigenen Zwecke missbraucht? Nein. Also das finde ich, muss man hier ganz klar sagen, und ich finde es auch, also anders formuliert. Ich habe mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen, auch aus der Richterschaft, die sehr verwundert sind über die Qualität des Berichts und auch wie da sozusagen dargestellt wird, was in Österreich angeblich alles möglich sei und was nicht. Ich habe das persönlich nie erlebt. Ich muss dazu auch sagen, ich finde es ganz besonders im dramatischen Fall Christian Pilnercheck so, es ist schwer jetzt, weil er kann sich gar nicht rechtfertigen, er kann gar nicht dazu Stellung nehmen, er kann selbst auch nicht sagen, was er gemeint hat oder nicht. Es wird jetzt sehr viel spekuliert und interpretiert. Es gibt eine Dienstaufsicht in der Justiz, die wird wahrgenommen durch die Justizministerin und oder den Justizminister, je nachdem. Genau, das kritisierte die Kommission. Die Dienstaufsicht ist aus meiner Sicht immer auszuüben. Das ist wesentlich und richtig und wichtig. Aber hat auch einen guten Grund. Checks and Balances habe ich schon angesprochen. Aber ist ein politischer Kopf des Ministeriums die richtige Checks and Balances für die Ermittlungen? Es geht hier ja nicht um die Richterschaft, es geht um die Staatsanwaltschaften vor allem und um deren Ermittlungen, bevor ein Verfahren zu einem Prozess kommt. Da gibt es sehr, sehr viele Hinweise in der Pilnercheck-Kommission, dass da Parteien, aber auch vor allem die ÖVP Beeinflussungen versucht hat zumindest. Ist es da richtig, dass die Ministerin, der politische Kopf, solche klamourösen Ketten am Ende auch entscheiden kann? Ist ja die Spitze der Weisungskette oder soll es, wie es die Kommission vorschlägt, eine unabhängige Spitze geben? Ah, das ist ganz einfach aus meiner Sicht. Also zunächst einmal ist die Kontrolle wichtig, weil es muss, wenn wir darüber reden, sie differenzieren ja zwischen Justiz und Gerichtsbarkeit und in dem Fall Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft ist eine Behörde. Eine Behörde unterliegt natürlich einer Weisungskette. Und es war ja auch bisher schon so, dass sämtliche Weisungen eines Justizministers oder einer Justizministerin transparent erfolgen müssen und werden. Herr Bundeskanzler, wir sind in Österreich, nicht jede Weisung muss auch tatsächlich schriftlich ergehen. Es reicht doch schon, wenn zum Beispiel zwei Beschuldigte eingeladen werden und beim Sektionschef über ihr Verfahren sprechen können. Dann ist das doch etwas, was vielleicht ein Ex-Minister bekommt, aber sicher nicht der Maxl Mustermann, der vor Gericht steht. Ich finde, das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Frage, die Sie da aufstellen, Herr Thür. Und das glaube ich und werde ich auch als Bundeskanzler der Republik so nicht stehen lassen. Die österreichischen Institutionen arbeiten sehr, sehr gut. Und ich halte es für völlig falsch, einen Generalverdacht gegenüber österreichischen Beamtinnen und Beamten auszusprechen. Wissen Sie, was das tut? Das untergrabt nämlich das Vertrauen in die Institutionen. Sie haben es gerade schon getan. Sie haben doch gerade gesagt, wir sind doch in Österreich. Und was bedeutet denn das? Und ich sage Ihnen schon, was es heißt, in Österreich zu sein. In Österreich heißt es, eine Exzellenz der Verwaltung zu haben, ein hohes Maß an Transparenz, eine unabhängige Gerichtsbarkeit, sodass wir uns mit vielen anderen Staaten vergleichen können. Und ich finde, im Bausch und Bogen Menschen zu verdächtigen, dass sie ihren Amtseid nicht ernst nehmen, das finde ich nicht gerechtfertigt. Dort, wo Missstände sind, soll man hinschauen. Aber das waren Missstände, die die Kommission aufgedeckt hat. Es hat eine Arbeitsgruppe von der Ministerin beauftragt, Themengruppen festgestellt. Das kann jetzt die Justiz intern diskutieren. Die Justizministerin hat die Verantwortung, die Missstände abzustellen. Das ist ihre Verantwortung. Wir haben als Volkspartei einen Vorschlag gemacht, wie wir uns einen unabhängigen Generalstaatsanwalt sehr wohl vorstellen können, auch in der Transparenz, auch in der Berichtspflicht gegenüber dem Parlament. Denn es ist eben auch nicht unerheblich, wie die Anklagebehörde agiert. Auch das bedeutet ja sehr viel Macht in einem Rechtsstaat. Die wird kontrolliert vom Richter. Auch die bietet, nein, das ist völlig unterschiedlich. Staatsanwaltschaft bereitet die Anklage vor und dann kommt das Gerichtsurteil, wenn es zum Gericht kommt. Dadurch wird jede Anklage kontrolliert. Das ist aber keine kontrollierte, nein, weil die Anklage an sich ist ja schon ein Machtinstrument. Sie haben es ja gerade jetzt auch erlebt in Österreich. Das heißt, es gibt einen guten Grund, warum das eine Behörde ist. Das ist übrigens in der Verfassung so vorgesehen. Natürlich, das ist keine politische
Fantasiekonstruktion irgendwelcher Leute, die der Macht plötzlich ausüben. Das erinnert mich so alles an Verschwörungstheorie-Zirkeln. Sondern das Thema ist, es braucht tatsächlich, wenn man das will, kann man sagen, man sagt, die Justizministerin soll diese Dienstaufsicht nicht führen über die Behörde, weil es geht hier um Dienstaufsicht. Dienst- und Fachaufsicht heißt es ganz genau. Dann kann man eben Modelle diskutieren. Wir haben unseren Modellvorschlag als Volkspartei eingebracht und es liegt an der Justizministerin dann tatsächlich auch ihre Vorschläge dann tatsächlich so vorzubringen, dass darin eine Willensbildung passiert. Aber Sie haben die Rolle der ÖVP jetzt in den vergangenen Minuten etwas kleingeredet. Caroline List, die Witwe von Christian Pilnacek, hat gestern der Presse berichtet, dass sich die ÖVP bei ihrem Mann beschwert habe, warum er die Hausdurchsuchung in der Parteizentrale nicht unterbunden habe. Bestätigt also auch das, was Christian Pilnacek auch auf den Audioaufnahmen selbst gesagt hat. Aber Herr Thür, wer ist denn die ÖVP? Darf ich das mal wissen? Wer ist denn die ÖVP, von der da gesprochen wird? Das müssen Sie Caroline List fragen. Aber es waren offenbar Vertreter der ÖVP. Oder Sie, bevor Sie es hier im Fernsehen zitieren, weil dann war ich schon Redlichkeit der Recherche. Wer soll das gewesen sein? Mir geht es darum, man kann schon mit solchen schweren Vorwürfen herumgehen. Und jetzt sehen uns gerade viele Menschen zu. Wenn Sie mich mit so einem Vorwurf konfrontieren, erwarte ich von Ihnen die Recherche bei der Frau List, wie sie damit gemeint hat. Die Debatte läuft seit vielen Monaten, das Audiotape ist bekannt. Sie haben in der ÖVP nie nachgefragt, ob diese Interventionen passiert sind. Herr Thür, noch einmal, hier geht es um schwerwiegende Unterstellungen und Behauptungen. Ja. Und ich habe jetzt von Ihnen keinen Beweis gesehen, die irgendwie erhärten. Also jetzt frage ich mich, was meinen Sie damit, wenn Sie aus einem Zeitungsartikel zitieren, dass das in irgendeiner Folge eine Aussage treffen soll über die Volkspartei? Also es hat nicht muss mit diesen Generalverdächtigungen aufhören, sowohl gegenüber den Staatsinstitutionen, über den Menschen, die einen Eid geleistet haben auf die Republik und in ihrer Dienstpflicht und genauso auch gegen die Volkspartei, die ständig irgendwo in die Ziehung kommt. Und ich finde, die Volkspartei ist deutlich breiter als Einzelpersonen. Also wenn Sie schon so einen Verdacht äußern, dann würde ich gerne wissen, über wen Sie konkret sprechen. Nein, Herr Bundeskanzler, anders. Es gibt klamouröse Kausen, die sind im Gesetz festgelegt. Diese Zwei-Klassen-Justiz ist kein Hirngespinst von Martin Thür oder dem Herrn Kreutner. Das ist im Gesetz festgelegt, § 8 StRG, 101 StGO. Aber dann berufen Sie sich jetzt aufs Gesetz und sagen Sie, das Gesetz soll man ändern. Es gibt klamouröse Kausen, in denen berühmte Menschen anders behandelt werden als ein Bäckermeister, ein Bundeskanzler, ein ehemaliger, bekommt einfach ein anderes Verfahren, als es ein normaler Mensch gibt. Ist das gut? Ist das richtig so? Also ich kann jetzt, wenn man Gesetze interpretiert, gibt es ja mehrere Interpretationswege. Also es geht einmal darum zu erforschen, was war damals der Wille des Gesetzgebers. Das müsste man jetzt in den Parlamentsprotokollen nachlesen. Dann wird man wahrscheinlich mehrere Interpretationsmöglichkeiten finden, unter anderem den, dass ein besonderer Öffentlichkeitsdruck besteht und dieser Öffentlichkeitsdruck natürlich sowohl gegenüber der Staatsanwaltschaft äußert, als auch gegenüber den Richterinnen und Richtern. Das heißt, ich nehme an, dass diese Besonderheit aus diesem Grund festgelegt worden ist. Aber nochmals, wir haben ja eine amtierende Justizministerin, die ist ja gut berufen, hier Vorschläge zu machen, wenn sie es denn tatsächlich ändern will. Und, wie es in einer Koalition üblich... Aber wären Sie dabei bei einer solchen Änderung? Aber was für eine Änderung, genau? Sollen alle Menschen in Österreich gleich behandelt werden in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft? Soll es klamouröse Kausen in Zukunft noch geben? Herr Thür, es ist Verfassungsgrundsatz, dass alle Menschen in Österreich gleich sind. Ich weiß nicht, ob Sie den Paragraphen vielleicht richtig gelesen haben und was vor allem der Wille des Gesetzgebers war. Also wenn Sie es ausdrücken wollen, dass ein Gesetz gegen die Verfassung hier verstößt, weil nicht alle Menschen vor dem Recht gleich sind, dann wäre mir das neu. Es gab damals einen Grund des Gesetzgebers, warum man differenziert hat. Ja. Wenn man das ändern will, wäre es jetzt gut, wenn Sie mir die Parlamentsmaterialien vorlegen, weil ich bin selbst nicht Justizminister, damit wir wissen, warum es so ist. Man muss es aber der Grundsatz gilt in Österreich, sind gleich. Vor Gericht, bei den Ermittlungen, gibt es unterschiedliche Varianten. Menschen, die nicht berühmt sind, da gibt es keine langen Berichtspflichten, da gibt es nicht die Befassung eines 30-Augen-Prinzips, wie es Martin Kreutner nennt, all das gibt es nicht bei einfachen Personen. Die Frage ist doch relativ einfach, braucht es das auch in Zukunft oder ist es sinnvoll, wenn man bei Menschen, die etwas höher stehen, die Politiker sind, tatsächlich noch solche Prinzipien wahrt? Also ich gehe nicht davon aus, dass es hier um eine Privilegierung gegangen ist, sondern eher um eine Schutzmaßnahme gegenüber denen, die ermitteln müssen und dann in weiterer Folge auch Recht sprechen. Ich bin gerne bereit, über jeden Inhalt dann neu zu diskutieren, wenn es denn notwendig und geboten ist und vor allem, was die Juristinnen und Juristen dazu sagen. Gut, gestern hat es bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen große Erfolge für die extreme Rechte und die extreme Linke gegeben. Sie sagen, sie seien die Mitte, aber ist die Mitte überhaupt noch populär?
Es ist auf jeden Fall redlich und wichtig, die Mitte zu zeigen, gerade in Zeiten, wo die Ränder sich radikalisieren. Wir sehen es auch in Österreich, links wie rechts. Wir sehen auf der linken Seite plötzlich wieder marxistische Konzepte und auf der rechten Seite, oder rechtsrechten Seite muss man schon sagen, sehen wir plötzlich Verschwörungstheorien. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, wird als die Weltregierung beschrieben und das Wirtschaftstreffen in Davos als Vorbereitungstreffen für die Weltherrschaft. Und ich glaube, es ist heute gerade mehr denn je Zeit, ein Angebot zu machen an die Wählerinnen und Wähler, zu sagen, es gibt auch eine Politik der Mitte, des Augenmaßes, der Vernunft, des Abwägens. Ja, wir haben große Herausforderungen. Es ist eine unsichere Zeit mit den Kriegen im Nahen Osten und natürlich im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber es sind nicht die, die vom Problem leben, die die richtigen Antworten finden. Denn die links wie rechts zelebrieren Probleme, aber schlagen keine Lösungen vor. Und vor allem, wofür ich finde, es sich immer lohnt zu kämpfen, ist Angst zu nehmen. Angst ist eine natürliche Eigenschaft des Menschen, aber Angst führt dazu, dass man auch irrationale Schlüsse sozusagen selbst zulässt und dann sich auch oft in Gefahr bringt. Angst ist ein Gefühl, das man ernst nehmen muss, aber gleichzeitig auch angehen muss, nehmen muss. Und mein Ziel ist es, als politisch Verantwortlicher Ängste zu nehmen, Vertrauen zu bilden. Und es lohnt sich allemal, dafür zu kämpfen und zu werben. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, aber die politische Mitte ist tatsächlich die Kraft, die Antworten gibt auf die Probleme und Herausforderungen, die sich in der Zukunft stellen. Wollen wir Angst nehmen vor dem 30. September? Sie wollen ja Kanzler bleiben. Jetzt wissen wir beide nicht, wie die Wahlen ausgehen. Aber wir können darüber sprechen, wie Sie sich die Zeit nach der Wahl vorstellen. Soll der Erste den Regierungsbildungsauftrag bekommen? Also die Frage stellt sich selbst zwar für mich, auch nur theoretisch, denn mein Ziel ist es ja, als Erster durchs Ziel zu gehen. Also ist das für mich eine leicht zu beantwortende Frage, weil ich werbe um das Vertrauen der Menschen. Ich werbe um den Auftrag der Menschen und will Erster werden. Mit diesen Themen befasse ich mich. Wenn alles andere anders kommt, dann mag es so sein. Mein Ziel ist es, mit der Kraft der Mitte, mit dem Angebot für Stabilität in unsicheren Zeiten, das Vertrauen und den Auftrag vor allem der Wählerinnen und Wähler wieder zu erhalten. Aber Herbert Kickl fordert ja, dass der Erste den Regierungsbildungsauftrag bekommen soll, offenbar weil er Angst hat, dass Sie vielleicht eine Regierung ohne ihn bilden könnten. Also Erster Regierungsbildungsauftrag, ja oder nein? Aber Sie sagen schon, Herbert Kickl hat Angst. Ich trete an, um Angst zu nehmen. Er braucht sich keine Sorgen machen. Wenn die Wählerinnen und Wähler mir den Auftrag geben und ich Nummer eins werde, braucht er keine Angst mehr haben. Er könnte vielleicht Angst vor Ihnen haben, denn Sie wollen ihn auf keinen Fall in eine Regierung mit Ihnen. Aber würden Sie mit ihm überhaupt über eine Regierung verhandeln? Aber das habe ich ja schon ausgeschlossen, denn es geht bei mir nicht. Also, da geht's auch nicht, keine Regierungsverhandlungen? Nein, da geht es nicht um das Thema FPÖ oder SPÖ, sondern da geht es darum, Herbert Kickl ist ein Politiker, der sich total abgewandt hat von dem Thema politische Verantwortung. Er ist nicht willens, auch seriös über Zukunftsfragen zu diskutieren, sondern er macht Angst. Angst ist seine Triebfeder. Er lebt eben in diesen Verschwörungstheorien und er macht sie nicht mehr nur parteipolitisch als Kalkül, sondern er glaubt ja auch wirklich offensichtlich selbst daran. Und mit Verschwörungstheoretikern, die hinter allem das Böse sehen, die immer nur Angst machen und vom Problem leben und es nicht lösen, kannst du aber die Zukunft nicht gestalten. Und deswegen war es mir wichtig, dass die Menschen wissen, woran sie bei mir sind. Aber Sie unterscheiden hier zwischen Herbert Kickl und der Partei, aber ja, tatsächlich sind ja praktisch alle in der FPÖ der gleichen Meinung wie Herbert Kickl. Was unterscheidet denn inhaltlich Udo Landbauer, mit dem Sie in Niederösterreich regieren, von Herbert Kickl? Da passt ja kein Löschblatt dazwischen. Also auch dazu. Die Volkspartei ist in den Ländern in 6 Koalitionen, 3 davon SPÖ, 3 davon FPÖ. Die FPÖ ist eine sehr heterogene Partei, Gott sei Dank. Es gibt sehr viele Vernünftige in der FPÖ, genauso wie in der SPÖ. Das Entscheidende ist, wie auch immer sich die FPÖ entscheidet, das ist ihre Sache. Ich habe nur gesagt, wofür ich stehe und was mir wichtig ist. Ich will mit konstruktiven Kräften, mit einer stabilen Mehrheit im Parlament die großen Herausforderungen der Zukunft lösen und eben nicht vom Thema Angst leben, nicht vom Thema Unsicherheit leben, sondern Zukunftsperspektiven geben, Sicherheit geben. Und unser Land ist so schön, man sieht es ja auch heute hier in der Kulisse, es lohnt sich so dafür zu arbeiten und Leistung tatsächlich zu zeigen und nicht den Menschen Angst zu machen und ständig Horrorszenarien heraufzubeschwören. Wenn man sich Sebastian Kurz und Sie ansieht, dann fällt auf, dass Sebastian Kurz der Sozialdemokratie noch sehr, sehr kritisch gegenübergestanden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Haben Sie einen entspannteren Umgang mit den Roten gefunden? Ich habe generell einen entspannten Umgang mit allen im Parlament vertretenen Parteien, sofern das möglich ist. Und mit denen es nicht möglich ist, benenne ich es auch. Wie gesagt, ich habe viele gute Kontakte in alle Fraktionen hinein.
Es ist auch notwendig, in der Demokratie soll man ja miteinander sprechen können, aber ich finde, es ist auch redlich zu sagen, wofür man eben nicht ist und wo man nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Und wie gesagt, mit Angstmachern und Verschwörungstheoretikern ist es schwer, tatsächlich einen Staat zu bilden und Verantwortung auch in der Politik zu zeigen. Aber Sie stellen auch Leonore Gewessler etwa ganz explizit raus als eine Person, mit der Sie in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Ist sie tatsächlich auf einer Stufe mit Herbert Kickl, Verschwörungstheoretiker etc.? Ist das redlich? Nein, also was redlich ist, ist der Vergleich, den, glaube ich, auch unser Generalsekretär ja gebraucht hat und gebracht hat, nämlich Herbert Kickl hat einmal gesagt, das Recht hat der Politik zu folgen. Und das hat Leonore Gewessler in der Tat umgesetzt. Sie hat gegen die Verfassung verstoßen mit ihrer eindimensionalen Entscheidung im EU-Rat und sie hat damit sich über das Einstimmigkeitsprinzip in der Bundesregierung und vor allem da in der Koordinierung... Es ist umstritten, muss man dazu sagen. Es ist nur von Seiten der Grünen umstritten, vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, der in der Interpretation verantwortlich ist, wenn es darum geht, welche Zuständigkeiten Ressorts haben und ab wann Minister Einstimmigkeit herstellen müssen, weil sie es nämlich im anderen Ressort gesetzmäßig betrifft und damit neue Gesetze erlassen werden müssen, ist keine Interpretationsfrage. Ich weiß, das ist eine politische Auseinandersetzung daraus geworden, aber ich sehe das Thema viel, viel ernster. In Österreich führt der Bundeskanzler die Bundesregierung im Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, es ist wichtig, dass man einen gemeinsamen Konsens hat, dass der rechtliche Rahmen, der uns bindet, Verantwortung zu tragen, auch eingehalten wird. Und wenn man sich darüber hinwegsetzt, gefährdet man die Stabilität, gefährdet man die Handlungsfähigkeit und damit auch die Einheit der Regierung tatsächlich auch Prozesse umsetzen zu können. Und das ist der Punkt, den ich angesprochen habe. Wir müssen schon zum Schluss kommen. Am Ende jedes Gesprächs bitte ich ja meine Gäste, auf ein paar Fragen nur mit Zahlen zu antworten. Ich muss gestehen, bei Politikern hat es nur so mittel funktioniert, ja, aber wir probieren es heute wieder. Das Leben ist auch komplexer, als man glaubt. Das geht, glaube ich, ganz einfach. Wie oft beten Sie denn? Das ist eine sehr private Frage. Religion ist mir wichtig. In Zahlen zu nennen ist es gar nicht. Mir ist der Glaube wichtig und dazu stehe ich. Wie oft boxen Sie? Zu wenig. Wie viele Regierungsmitglieder außer Leonore Gewessler gehen Ihnen auf die Nerven? So kann man das gar nicht formulieren. Es ist ja, wir sind alles nur Menschen. Auch das bleibt immer ein wesentliches Miteinander. Das, was notwendig ist, wenn es politische Unterschiede gibt, muss man sie ansprechen. Aber man muss eben auch den gemeinsamen Lösungswillen haben. Und wie oft essen Sie Burger? Mein Arzt würde sagen, viel zu oft. Gut. Als letztes, ich probiere es auch wieder als Zahl, Ihr Wahlziel für den 29. September? Als Nummer 1 durchs Ziel zu gehen und den Auftrag der Menschen zu bekommen. Das war das. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch. Das war das letzte ORF-Sommergespräch hier vom Traunsee. Vielen Dank, dass Sie mit uns mit dabei waren. Ab Donnerstag übernehmen dann meine Kolleginnen Susanne Schnabel und Alexandra Wachter mit den Duellen vor der Nationalratswahl. Jetzt gleich im Anschluss wird hier in der Zeit im Bild 2 analysiert und danach auf ORF3 in den Sommernachgesprächen. Von uns allen hier vielen Dank fürs Zusehen und noch einen guten Abend.